ihrer Handtasche. Woher? Der Lumpensammler hat sie uns gebracht, der hier mir die Mülltonnen absucht. Der hat die Frau auch als Erste entdeckt. Ja, bitte. Und was war drin? Das ist alles da. Hausschlüssel, Personalausweis. Allerdings kein Geld. Portemonnaie war auch nicht da. Nein, nein, nein. Der Mann hat nichts zurückbehalten. Der zittert immer noch vor Schreck. Wie heißt sie? Klett. Ursula Klett, 52 Jahre alt, geboren in Breslau. Wie ist der Befund? 6 oder 7 Messerstiche. Aber man hat sie offensichtlich nicht hier ermordet. Man hat sie nur hierher gebracht, um sie loszuwerden. In Müll geworfen. Chef? Ja? Ich habe die Adresse. Sie hat zur Untermiete gewohnt. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte, wir kommen von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Zu mir? Sie sind, Mein Name ist Wachsner. Ihnen gehört die Wohnung? Ja. Dann wohnt bei Ihnen eine gewisse Frau Klett. Ja, und hier hat ein Zimmer hier. Kommen Sie wegen Frau Klett? Ja. Da haben Sie aber falsch geklingelt, da müssen Sie dreimal klingeln. Steht doch hier, steht ganz deutlich hier. Klett dreimal klingeln. Ich stehe hier oben. Müssen Sie einmal läuten. Die Frau Klett wird nicht kommen, Herr Wachsner. Nicht kommen? Wieso nicht kommen? Frau Klett ist tot. Tot? Wer hat Ihnen das erzählt? Die Frau Klett tot. Wie kommen Sie denn darauf? Die ist manchmal tot, wenn sie Schulden hat. Wenn hier jemand auf die Bude rücken will, da ist die jedes Mal tot. Ja, können wir hier reinkommen, ja? Ja, natürlich, bitte. Wie hat man ihre Todesanzeige in die Zeitung setzen lassen, wie sie noch in Giesing wohnte? Bloß um ein paar hartnäckige Gläubiger abzuschütteln. Frau Klett, Polizei. Frau Klett ist heute Nacht ermordet worden. Ermordet? Wieso denn ermordet? Wo denn? Wie denn? Man hat sie heute Morgen auf einem Hof gefunden, in einer... Naja, jedenfalls auf einem Hof. Auf was für einem Hof? Landsberger Straße. Landsberger Straße? Wer sagt Ihnen das was? Nein, nein, ich... Sie sehen mich völlig. Wohnt hier, lebt hier. Auf den Gedanken kommt man ja gar nicht, dass. Wollen Sie ein Zimmer? Ich habe keinen Schlüssel. Ja, den Schlüssel haben wir. Darf ich bitte mal. So, bitte, Herr Wachsner. Sagen Sie, wie lange hat denn Frau Klett hier bei Ihnen gewohnt? 3 Monate. Ganz allein? Ja. Aus Ihrem Ausweis geht nämlich hervor, dass sie verheiratet ist. Verheiratet? Hm. Wussten Sie das nicht? Nein. Ist mir ganz neu. Ich meine, ich habe es nicht gewusst. Ja, aber Sie hätten doch zum Beispiel den polizeilichen Meldeschein unterschreiben müssen. Unterschrieben habe ich ihn, nicht gelesen. Nein? Nein. Was macht er denn, Frau Klett? Wie, was macht sie? Beruf? Ja. Das weiß ich nicht. Wissen Sie, ich frage die Leute nicht, was sie tun und wovon sie leben. Ich habe auch Frau Klett nicht gefragt. Nein? Nein. Ein sehr sympathisches Gesicht. Ja. Da wohnt diese Frau nun seit über 3 Monaten in ihrer Wohnung. Und Sie haben nicht einmal gewusst, dass sie verheiratet war oder dass sie einen Beruf hatte. Ein bisschen merkwürdig, ne? Tja. Was hat denn Frau Klett tagsüber gemacht? Keine Ahnung. Ich selber bin ja nicht
überhaupt? Was haben Sie denn für einen Beruf? Kellner. Aber jetzt sind Sie zum Beispiel hier. Ja, weil... zufällig. Ich muss zum Arzt heute. Darf ich mal schauen? Und wovon hat Frau Klett gelebt? Das weiß ich nicht. Mal hatte sie Geld, mal keins. Wissen Sie, ich hatte das Gefühl, es war ihr gleichgültig. Aber die Mieter haben Sie pünktlich bekommen? Ja. Ja, komisch. Mal hatte sie Geld, wie Sie sagen, mal hatte sie keins. Aber an jedem Ersten scheint sie immer welches gehabt zu haben. Ja. Irgendwas Wichtiges? Nicht das Geringste. Ah. Wohnt noch jemand in Ihrer Wohnung? Ja, Frau Schilp. Ist sie da? Ja, das weiß ich nicht, ja. Frau Schilp? Ja? Frau Schilp, hier ist Kriminalpolizei. Mit Frau Klett ist was passiert. Ja, ich hab schon gehört. Wieso gehört? Sie haben laut genug gesprochen. Wieso sind Sie da nicht rausgekommen? Ich war zu entsetzt. Ja, es hat geläutet, Herr Wachsner. Hallo, Chef. Habt ihr den Durchsuchungsbefehl? Ja, hier ist er. Danke. Das ist eine richterliche Durchsuchungsanweisung für Ihre Wohnung, Herr Wachsner. Wieso? Wieso? Warum denn? Ja, wir wissen nicht genau, wo Frau Klett ermordet wurde. Vielleicht hier. Hier? Harry Robert? Ja. Das ist Herr Wachsner, der Wohnungsinhaber. Er wird euch alles zeigen. Ich werde inzwischen mit Frau Schilf sprechen. Darf ich? Ich sehe, Sie sind ziemlich erschrocken, Frau Schilf. Ja, natürlich. Wie wurde sie denn? 6, 7 Messerstiche. In die Brust, in den Hals, überall. Frau Schilf, wie lange wohnen Sie schon hier? 3 Jahre. Und Sie sind noch berufstätig? Ja, ich arbeite in einem Schulgeschäft. Sie haben Frau Klett gut gekannt? Gut? Weiß nicht. Ah, so gut also nicht. Sie wohnte nebenan, wir haben miteinander gesprochen, aber... Sie waren nicht befreundet mit ihr? Nein. Hatte Frau Klett einen Beruf oder keinen? Nein. Ja, aber von irgendwas muss sie ja gelebt haben. Ich weiß nicht, wie sie es machte und was sie machte. Sie hatte nie Geld. Was glauben Sie, wie oft ich der gesagt habe, Mensch, sonst Kind, tun Sie doch was. Gehen Sie als Verkäuferin, die suchen doch wie verrückt. Andauernd können Sie lesen, stellen neue Kräfte ein. Aber die nicht, die Klett nicht. Die sah mich an, als ob ich vom Mond komme. Hat sie von Prostitution gelebt? Wie kommt denn darauf? Dann wäre sie doch fabelhaft gegangen. Na, die hat kein Geld gehabt. Sie war verheiratet, ne? Den Mann kenne ich nicht. Sie hat nie darüber gesprochen. Hatte sie Besuch manchmal? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wenn sie ausging, und sie ging ja sicher mal aus, wohin ging sie dann? Keine Ahnung. Die ging, wohin sie wollte, wann sie wollte, die tat, was sie wollte. Die war nicht ganz normal. Was verstehen Sie darunter? Sprach sie verwirrt oder unlogisch? Nein, nein. Ja, so was tat sie dann? Ja, nichts. Überhaupt nichts. Wenn ich reinkam, lag sie im Bett. Meistens lag sie im Bett. Ich sagte zu ihr, ja, wollen Sie denn nicht aufstehen? Dann stand sie auf. Ich sagte, ja, haben Sie denn kein Frühstück? Nein, sagte sie. Ja, wollen Sie denn nicht frühstücken? Doch, sagte sie, und dann frühstückte sie. Ich sagte, wollen Sie nicht mal rausgehen? Dann ging sie raus. Die tat nichts von selbst. Darum sage ich ja, die war verrückt. Danke.
Hast du was gefunden inzwischen? Merkwürdig. Nichts. Keine Briefe, keine persönlichen Unterlagen, keine Notizen, Namen, überhaupt nichts, als hätte sie nicht existiert. Eine Telefonnummer habe ich gefunden. Das ist alles. Nichts, Chef. Ich bin ziemlich sicher, dass sie hier nicht umgebracht worden ist. Ich habe ja schon viel gesehen, aber das da, deine Frau so wegwerfen. Naja, aber das ist bloß ein Foto. Wenn du selber dastehst und siehst es, dann... Na, es ist dir an die Nieren gegangen. Ich habe noch nie so sehr begriffen, was Mord eigentlich für eine Schweinerei ist. Es gibt weinende Mörder, zusammengebrochene Mörder. Aber das hier, das ist die schlimmste Sorte von ihnen. Das Opfer ist ihnen völlig gleichgültig. Ja, können Sie mal feststellen, wer die Nummer 28, 70, also, Rehbeinchen, was wir suchen, ist der Mann dieser Frau. Ja, sie war mit ihm verheiratet, aber lebte nicht bei ihrem Mann, oder er hat sie verlassen. Die Frau heißt Klett Ursula. Naja, siehst du selber an. Vielleicht ist dieser Mann hier in München. Ja, ich höre. Was? Also, wenn ich zusammenfasse, Chef. Eine Frau wird ermordet. Die Frau ist verheiratet, lebt aber von ihrem Mann getrennt, wohnt zur Untermiete. Es ist völlig unklar, wovon sie lebt. Kein Beruf. Es ist tatsächlich kaum festzustellen, was für eine Art Mensch sie ist. Ja. Es gibt überhaupt nur zwei Leute, die sie kennen. Der Vermieter Wachsner und die Nachbarin Frau Schilp. Aber ihre Angaben über die Person der Toten und über das Leben, was sie geführt hat, die sind minimal. Aus allem, was diese Leute sagen, geht eben nicht hervor, wer diese Frau Klett eigentlich ist. Tja, man erkennt nicht die geringste Spur von Persönlichkeit an dieser Frau. Sehr gut, Robert. Was ist sehr gut? Die Formulierung, die du da gebrauchst. Chef, die Telefonnummer, die wir bei Frau Klett gefunden haben, ja, ist die Telefonseelsorge. Ich habe mit dem Pfarrer gesprochen, aber er konnte mir überhaupt nichts sagen. Solche Anrufe sind meistens anonym. Der Name Klett sagt ihm überhaupt nichts. Der Mann von Frau Klett, Chef, ist nicht gemeldet. Also dann, was können wir machen? Ja, Nachbarn fragen, ne? Die Leute im Haus, die Kaufleute, irgendwo muss ich ja schließlich eingekauft haben. Ja, wie wär's mit ein bisschen Arbeit, ja? Darf ich euch herzlich dazu einladen? Ich auch, bitte. Das gibt's doch gar nicht, dass ein Mensch so vollkommen anonym bleibt. Also los, die große Fragetour. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts dabei raus. Gefühle so? Wann hast du Gefühle? Ich weiß es nicht. Ist mir auch noch nie so gegangen. Die Sache ist mir unheimlich. Weißt du, die Frau ist mir unheimlich. Rehbeinchen, ruf mal die Fahrbereitschaft an. Wir brauchen zwei Wagen. Wieso? Du, ich sag ja, ich weiß es nicht. Hast du das Bild noch da? Das Foto? Bitte sofort zwei Wagen bereit haben. Danke. Ja, sofort. Sie, Herr Kommissar? Guten Morgen, Herr Wachsner. Morgen, Herr Kommissar. Ja, ich komme. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Sagen Sie, Sie sind hier? Ich habe gar nicht damit gerechnet. Sind Sie immer noch krank? Ja, ich... Das ist eine Weingeschichte. Kommen Sie doch rein. Danke. Fragen haben Sie noch? Hatte Frau Klett eigentlich niemals Post bekommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie hat doch niemandem gesagt, wo sie wohnt. Ja, warum nicht? Ja, das weiß ich nicht. Sie wollte nicht, dass irgendjemand wüsste, wo sie wohnt. Vielleicht hatte sie irgendwo Schulden. Habe ich Ihnen doch erzählt. Na ja, sicher. Darf ich mich setzen? Ja, ja, bitte sehr. Danke. Sie hat also immer ihre Miete bezahlt. Ja, ja. Sagte ich doch. Hatten Sie den Eindruck, dass sie an jedem Ersten von irgendwo ihr Geld bekommt? Ja, muss wohl sein. Ja, nicht mit der Post, da haben wir uns erkundigt. So? Wie viel hat sie denn bezahlt? 80 Mark. Sie hatte nie Geld und hat jeden Ersten pünktlich 80 Mark auf den Tisch gelegt. Sagte ich doch. Glauben Sie mir nicht? Wo arbeiten Sie, Erwachsener? Ich? Remise heißt das Lokal. Warum fragen Sie?
Frau Schilp da? Guten Morgen, Frau Schilp. Guten Morgen, Herr Kommissar. Sagten Sie nicht, Sie arbeiten in einem Schuhgeschäft? Ja. Gestern nicht und heute nicht? Nein. Krank? Nein, ich habe mir freigenommen, weil... Na ja, so genau will ich es gar nicht wissen. Ich stelle nur fest, dass Sie beide gestern und heute nicht zur Arbeit gegangen sind. Ich habe Ihnen doch gesagt... Klett, ist das hier richtig? Wer sind Sie? Zu wem wollen Sie? Klett, das ist doch hier. Ja, ja. Ich habe es in der Zeitung gelesen, deswegen komme ich vorbei. Hat sie hier noch irgendwelche Sachen? Sachen? Wieso? Ja, wenn sie hier noch irgendwelche Sachen hat. Ich bin Willi. Klett. Das ist meine Mutter. Ihre Mutter? Ja. Ja, wenn ihr noch was gehört, ich will das abholen. Wieso? Ja, wenn er der Sohn ist. Haben Sie einen Ausweis? Einen Ausweis? Da kann ja jeder kommen. Ich sag nur, dass es meine Mutter ist. Ja, Moment mal, junger Mann. Sie sind also wirklich der Sohn? Ja. Das einzige Kind? Jetzt verstehe ich. Ja, der einzige. Hat sie was? Ja, ich zeig's Ihnen. Was ist denn das? Das ist ein Siegel. Und das dürfen Sie abmachen? Ja, ich bin so ziemlich der Einzige, der das darf. Ich bin Kriminalkommissar. So, willkommen Sie. Vergessen Sie nicht, Ihre Mutter wurde ermordet. Das habe ich ja gelesen. Das ist Ihr Zimmer hier? Ja, hier hat sie gewohnt. Sehen Sie sich nur um. Hat sie denn gar nichts? Kein Radio, kein Plattenspieler, kein Fernseher? Nein. Was gehört ihr denn? Die Möbel hier? Ihr gehört gar nichts. Nichts? Haben Sie schon alles nachgesehen? Ja, wir haben alles durchsucht. Wieso hat sie denn nichts? Zigarette? Sie wussten also gar nicht, wo Ihre Mutter war? Ja, das wusste ich nicht. Ihr Vater auch nicht? Mein Vater? Er lebt doch noch, oder? Ich glaube schon. Vorige Woche war er noch am Leben, da hatte ich ihn noch bei mir. Wo wohnen Sie denn? In der Pettenkofer. Ach, dann leben Sie ja so alle getrennt. Ja. Wie ist das denn alles passiert mit ihr? Sie wurde erstochen. Irgendjemand, den wir nicht kennen, hat ihre Mutter getötet mit Messerstichen. 6, 7 Mal. Herz, Brust, Hals, überall. Wer denn bloß? Das versuchen wir ja gerade festzustellen. Sie können sich nicht denken, wer da in Frage kommt. Ich? Wieso ich? Nein. Überhaupt nicht. Wie lange haben Sie denn eigentlich Ihre Mutter nicht gesehen? Wie lange? Wie lange? Ein halbes Jahr nicht. Ich wusste ja gar nicht, wo sie ist. Kann ich jetzt gehen? Wollen Sie nach Haus? Ja, in die Pettenkofer. Ja gut, ich bringe Sie hin. Nein, das ist nicht nötig. Ach, macht ja nichts aus. Kommen Sie. Sind Sie der Vermieter von dem Zimmer da? Ja. Haben Sie da was weggenommen? Weggenommen haben Sie nicht was? Aber was Sie nicht mal ein Radio hat. Radio. Radio. Gar nichts hat sie gehabt. Überhaupt nichts. Nicht ein Pfennig Geld hat sie gehabt. Schon gut, Herr Wachsner. Ja, weil der sagt, das weggenommen. Bitte. Frechheit. Lümmel. Ach, nicht doch, nicht doch. Kommen Sie. Was machen Sie? Arbeiten Sie? Natürlich arbeite ich. Nicht immer, manchmal.
Also gelegentlich. Was dagegen? Dann nein. Was haben Sie denn gelernt? Gelernt, was wir schon gelernt haben. Ja, vielleicht irgendein Beruf. Auf dem Bau war ich. Entschuldigung, Moment. Bitte. Sagen Sie, wie lange haben Sie denn zusammengelebt? Ich meine, mit Ihrem Vater, mit Ihrer Mutter? Zusammengelebt? Hm? Ja, das war bis... Wieso wollen Sie denn das wissen? Das ist doch egal. Ich weiß nicht, das war bis... 3 Jahre jetzt. Und dann nicht mehr? Der Alte haut ab. Warum? Weiß ich nicht. Und dann gingen Sie? Ich? Wieso immer ich? Ihre Mutter? Ja. Ja, warum gingen Sie weg? Wohin ist sie gegangen? Hat sie nicht erzählt. Ich bin morgens auf, dann war sie weg. Die hat doch keinem was getan. Ihre Mutter? Ja. Was soll die denn getan haben? Ja, ich weiß es nicht. Die doch nicht. Warum die doch nicht? Ach, weil... Ja, ich kenne Ihre Mutter nicht, also. Warum sagen Sie so bestimmt, die doch nicht? Weil... Ach, ich weiß nicht. Sie kennen doch Ihre Mutter. Wie denkt sie, was tut sie, wie lebt sie? Können Sie mir das nicht beantworten? Nee. Haben Sie Verbindung mit Ihrem Vater? Ja, manchmal. Manchmal kommt er her und steht hier rum, wenn er kein Geld hat. Warum arbeitet er nicht? Weiß nicht. Keine Ahnung. Tut's einfach nicht. Wissen Sie, wo er wohnt? Wo er wohnt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Tag, die Herrschaften! Guten Tag. Na, das ist aber ein Wetter heute für den Zoo. Da werden die Kinder einen Spaß haben, gell? Magst du Löwen gern? Oder vielleicht Tiger? Pass auf. Doch, du wirst doch keine Angst haben. Oder magst du lieber Affen sehen? Komm, gehen wir, Kinder. Ein 50er, der Herr. Na, ich zeig dir, wie Pinguine laufen. Na, schau her. Das ist mein Vater. Herr Kletz? Was ist denn? Was willst denn du hier? Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht, dass du zuschaust, wenn ich den Pinguin mache. Ich komme doch nicht deinetwegen her. Ich bin Kommissar Keller von der Kriminalpolizei. Na und? Was wollen Sie denn? Ihre Frau ist gestern Morgen tot aufgefunden worden. Sie wurde ermordet. Haben Sie mich verstanden, Herr Klett? Sie ist tot? Ja, sie ist tot. Wieso denn? Sie wurde erstochen. Den Täter kennen wir nicht. Na, was wollen Sie denn von mir? Ich möchte ein paar Fragen stellen. Wie lange haben Sie Ihre Frau nicht gesehen? Weiß ich nicht, ist zu lang her. Tage, Monate, ein halbes Jahr? So ungefähr. Ja, ich würde es aber gern genau wissen. Warum? Spielt denn das eine Rolle? Ja. Ich weiß es nicht. Wann habe ich denn unsere Mutter zuletzt gesehen? Weiß ich doch nicht. Das war... Ein halbes Jahr ist das her. Dann kennen Sie also die neue Wohnung gar nicht? Kenne ich nicht. Wieso sollte ich sie denn kennen? Kenne überhaupt nichts. Wann war denn das? Wann ist sie denn? Gestern? Ja.
Gestern fand man die Leiche in einem Hof in der Landsberger Straße, in einer Mülltonne. Mülltonne? Ihre Frau ist nicht zufällig ermordet worden. Es muss einen Grund geben und diesen Grund suche ich. Und die Leute, für die der Grund ausreichend war, ihrer Frau mit einem Messer in die Brust zu stoßen. 6, 7 Mal. Tag, die Herrschaften. Schöner Tag heute für den Zug, gell? Hast du schon mal einen Esel schreien hören? Pass auf, ich mach dir's vor. Tja, hübsche Familie. Es gibt solche Familien. Auseinandergefallen. Keiner hat Beziehung zum anderen. Keine sichtbare jedenfalls. Warum das so ist und wieso das, woher das kommt, das habe ich auch keine Ahnung. Was habt ihr herausbekommen? Wir haben überall rumgefragt. In den Läden, in der Straße. Da die Nachbarn, die Leute im Haus. Na, ich sprach mit dem Hausmeister. Sie hat eingekauft, die Frau Klett. Jeden Tag, Chef. Aber nicht für sich. Sie werden sich wundern. Für Wachsner und für Frau Schilp. Ja, mit eingekauft. Nein, nein, nicht mit. Für. Für. Die haben sie alle für das Dienstmädchen gehalten. Ja, die Leute im Haus sagen dasselbe. Die Klett hat die Abfalleimer runter in den Hof getragen. Für Wachsner, für Frau Schilp. Hat die Treppe gescheuert, die Wäsche gewaschen. Für Wachsner, für Frau Schilp. Ja, auch der Hausmeister sagt, was machen die denn jetzt? Jetzt, wo sie das Dienstmädchen verloren haben. Die Frau Klett scheint alles für diese Leute getan zu haben, aber... Naja, so wie es aussieht, haben der Wachsner und die Schilp die Frau Klett ganz schön ausgenutzt. Nach Strich und Faden. Da ist Ihr Bein wieder gesund? Wieso? Wieso? Aber Sie waren doch krank. Sie sind doch 2 Tage nicht zur Arbeit gegangen. Was haben Sie eigentlich am Bein? Wie, was ich da habe? Gehen kann ich nicht mehr, stehen kann ich nicht mehr. Wenn Sie 40 Jahre Kellner sind und haben nichts am Bein, dann zahle ich Ihnen was. Bei welchem Arzt waren Sie denn? Lieber welchem Arzt? Ja, sagen Sie uns doch mal. Ich war aber kein Arzt. Ich hab mich ausgerückt zu Hause. Beine hochgelegt. Ja, darf ich das nicht? Dann bringen Sie uns mal 3 Bier. 3 Bier? Sie sind doch nicht hier, weil Sie Bier trinken wollen. 3 große Bier. 3 Bier. Das ist ganz schön durcheinander, seit wir hier sind. Hallo? Haben Sie nicht gerade bestellt? Ich hätte nur eine Frage. Kennen Sie eine Frau Klett? Sie meinen die ermordet worden ist? Ja, kennen Sie die? Die war doch immer hier. Warum fragen Sie danach? Immer hier? Fast jeden Abend. Die kennen wir alle gut. Wir haben es in der Zeitung gelesen, was passiert ist. Polizei? Ja. Gibt's was Neues? Weiß man, wer es getan hat? Nein, noch nicht. Ach, ist das nicht schrecklich? Wir können uns das alle nicht erklären. Wer bringt so eine Frau um? Und warum? Sie war immer hier, sagen Sie. Nur fast jeden Abend. Was für eine Frau war denn das? Wie, was für eine Frau? Oh, eine ganz, wie soll ich mal sagen, eine ganz bescheidene Frau. Saß ganz ruhig hier, da drüben. Mit wem saß sie? Allein, meistens allein. Und geredet hat sie auch kaum was. Das ist es ja. Darüber machen wir uns so eine Gedanken. Wer tut so einer Frau was an? Und so, wie soll ich mal sagen, so schüchtern wie die war. Schüchtern? Ja, oder so. Sie sagte kaum was, meine ich. Besser weiß mein Kollege Bescheid. Warum weiß denn der besser Bescheid? Na, mit dem kam sie doch immer. Bei dem wohnt sie doch. Ja, wissen Sie das nicht? Doch, das wissen wir. Vielen Dank.
Herr Wachsner. Ja? Wir haben gerade gehört, dass Frau Klett jeden Abend hier war. Jeden Abend? Sie war nicht hier. Warum haben Sie das... Manchmal war sie hier, nicht im Verschwiegen. Herr Wachsner, wir haben Sie gefragt, ob Frau Klett ausging und wenn ja, wohin? Und Sie haben gesagt, Sie hätten keine Ahnung. Warum haben Sie gelogen? Gelogen? Ich habe nicht gelogen. Was wollen Sie von mir? Sie war hier. Tja, manchmal. Warum nicht? Was hat sie gemacht hier? Gemacht, gemacht. Bier getrunken. Wie Sie? Er konnte sie dann das bezahlen? Ich denke, sie hatte nie Geld. Was kostet schon ein Bier? So viel doch auch nicht. Wo ging der jetzt hin? Dem wird langsam schlecht, habe ich das Gefühl. Nein, nein, das war, als hätte der ein Zeichen gekriegt mit der Musik. Hast du gesehen, wer die Platte gedrückt hat? Nein. Was ist denn passiert? Herr Wachsner, kommen Sie. Lassen Sie. Es geht schon. Wer war das? Wer hat Sie geschlagen? Geschlagen? Ich habe niemanden geschlagen. Ich bin gestürzt, bin ich schon gefallen und hab mir das Gesicht aufgeschlagen. Was suchen Sie denn? Ich sag doch, ich bin hingefallen. Sie haben in der Toilette zusammengeschlagen. Was? Will jemand rauskommen sehen? Nein. Sie haben die Frau Klett mitgebracht, fast jeden Tag, jeden Abend. Sie saß stundenlang an einem Tisch. Warum? Warum haben Sie sie mitgebracht und was wollte sie in der Kneipe? Aber ich sag Ihnen doch, sie wollte mit. Sie wollte da sitzen. Sie tat nichts. Sie hatte keinen besonderen Grund. Es gefiel ihr, am Tisch zu sitzen. Stundenlang vor einem Glas Bier. Sie sagte, nehmen Sie mich mit, bitte nehmen Sie mich mit. Das sagte sie, bitte nehmen Sie mich mit? Ja. Ich habe gesagt, was wollen Sie denn da? Ich habe gesagt, wenn ich nicht Kellner da wäre und müsste nicht mein Verdienst da abholen, dann ging ich doch nicht in die Kneipe. Aber sie wollte hin. Ja. Wen hat sie denn da kennengelernt? Kennengelernt? Wen soll sie denn da kennengelernt haben? Ihren Mörder natürlich. Stehen Sie mal auf. Den Sie kennen, Herr Wachsner. Den Mörder der Frau Klett. Das ist der Mann, der Sie niedergeschlagen hat. Um Ihnen klarzumachen, wenn du redest, dann bist du dran, so wie Frau Klett. Wenn du redest, dann wirst du auch frühmorgens gefunden. Und es ist aus mit dir, weil du tot bist. Was ist das für eine Sache, in die Sie beide verwickelt sind, die Frau Klett und Sie? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es Ihnen. Ja, gut, danke. Na, sagt er was? Nichts, sagt er. Was gehört vom Chef? Nein. Was macht der bloß? Bestimmt nicht Ferien. Was soll ich denn hier? Hier haben wir Ihre Mutter gefunden. Da drin. Da drin?
Wieso denn bloß hier? Tja, wenn wir das wüssten. Hier ist sie jedenfalls hineingeworfen worden. Schweine. Warum ist denn eigentlich Ihre Mutter fortgelaufen? Erst ist er weg und dann ist sie weg. Sie hatte eben die Schnauze voll. Sie wusste nicht. Irgendwie wusste sie nicht. Na, was wusste sie nicht? Naja, Geld und so. Sie wusste nicht, wie sie sich beschaffen sollte. Dann ist sie eben auch weg. Wo ist sie denn hin? Weiß ich doch nicht. Sie haben sie nicht gesucht? Sie wollte weg. Was sollte ich denn machen, wenn sie weg wollte? Brauchen Sie mich noch? Nein. Hier ist er. Hallo Chef, na endlich. Ist eine Menge passiert inzwischen. Robert soll mal kommen. Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir haben uns nämlich den Laden mal angesehen, in dem der Wachsner Kellner ist. Wissen Sie eigentlich, dass die Frau Klett jeden Abend dort war? Na, wir haben den Wachsner hier im Büro. Ja. Ja. Erzähl weiter, ich höre zu. Ja, ziemlich übel zugerichtet. Walter, gib mir her. Ja, Chef, er lag am Boden von irgendjemandem niedergeschlagen. Und Wachsner selber sagt, er sei gefallen. Ja, wir glauben, dass Wachsner eine Menge weiß, aber dass er eingeschüchtert wird. Wir haben ihn seit 2 Stunden hier, Chef. Der Mann ist ein einziges Häufchen Unglück, aber er redet nicht. Was sollen wir denn mit ihm machen? Was sagt er denn? Er sagt, das müssten wir wissen. Wo sind Sie eigentlich, Chef? Ja, ich stehe vor der Kneipe, von der ihr redet. Willi Klett ist gerade reingegangen. Willi Klett? Was ist mit Willi Klett? Der ist in die Kneipe rein. In der Remise? Woher kennt denn der das Lokal? Ich denke, der hat seit einem halben Jahr keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter. Sag ihm das! Ach, das weiß er doch selber. Ist in Ordnung, Chef. Hat die Familie doch was damit zu tun? Ach, was? Der Chef weiß nicht, wie weit wir sind. Wir machen weiter hier. Erst Wachsner und dann Frau Schill. Das sieht ganz so aus, als sitzt der Chef auf dem falschen Dampfer. Was? Das wäre das erste Mal. Frau Schilp, warum verstecken Sie sich denn? Wie kommen Sie denn hier rein? Wir haben den Schlüssel von Frau Klett. Sie gehen immer noch nicht arbeiten, Frau Schilp? Nein, ich gehe nicht.
Was denn, sind Sie überhaupt noch nicht draußen gewesen heute? Nein. Kann man sagen, Frau Schild, dass Sie sich seit dem Mord an Frau Klett überhaupt noch nicht auf die Straße gewagt haben? Wie? Ja, aber so ist es doch, Frau Schild. Sie sperren sich ein. Sie trauen sich ja nicht mal an die Tür, warum nicht? Verzeihen Sie, Herr Klett, ich musste noch mal herkommen. Ihr Sohn hat heute Nachmittag ein Lokal aufgesucht. Das ist dasselbe Lokal, wo sich jeden Tag Ihre Frau aufgehalten hat. Woher kennt er das Lokal? Haben Sie ihm das Lokal genannt? Und wann? Gestern? Heute? Überhaupt Ihre Frau nicht gesehen? Sie haben mir gesagt, ein halbes Jahr. Das glaube ich Ihnen nicht. Was glauben Sie denn? Ich glaube, dass Sie Ihre Frau vor gar nicht langer Zeit gesehen haben. Vielleicht sogar vorgestern. Was wollen Sie noch von mir? Was soll ich noch sagen? Weiter nichts als die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Nein, Sie lügen. Sie sind zusammen mit Frau Klett in eine Sache verwickelt. Was für eine Sache ist das? Ich bin Ihnen keine Sache. Doch, das sind Sie. Und es betrifft das Lokal, in dem Sie als Kellner arbeiten. Es betrifft die Leute, die dort verkehren. Was für Leute sind das? Weiß ich, was Sie meinen? Doch, das wissen Sie sehr gut. Weiß gar nicht. Wir werden jeden, der dort verkehrt, unter die Lupe nehmen. Den Wirt verhören, jeden Kellner, jeden Gast. Tun Sie es. Menschenskind, Wachsner. Wir kriegen es raus. Warum reden Sie nicht? Ich lass mal rauskommen, Robert. Sagen Sie schon, Frau Schiff, was war das für eine Beziehung zwischen Frau Klett und Wachsner? Da bestand doch eine. Was war das für eine? Ich weiß es nicht. Aber natürlich wissen Sie es. Und Sie werden es uns sagen. Sie werden uns alles sagen, was Sie wissen. Alles über Wachsner, der Kellner ist und der Frau Klett jeden Tag mitgenommen hat. Jeden Tag. Und der genau wusste, warum. Hier, nehmen Sie das. Das wird Ihnen gut tun. Wie alt sind Sie? 60? Nein. Sind Sie nicht, noch nicht 60? Ich bin über 60, 64. Und 40 Jahre Kellner. Wissen Sie, was das für ein Leben ist? Tja, ich kann es mir denken. Rumrennen. 40 Jahre rumrennen. Wenn Sie 40 Jahre Kellner sind, dann sind Sie einmal um die Erde gerannt. Mit den Füßen da. Einmal um die Erde rum. Und jetzt frage ich Sie, was ich davon habe. Was habe ich davon? Können Sie mir sagen, was mir das eingebracht hat? Nein, das kann ich nicht. Ich werde es Ihnen sagen. Nichts. Und Sie, was machen Sie? Ich bin hier. Haben Sie eine Pension? Haben Sie doch. Sie sind doch. Was sind Sie denn im Beamtenverhältnis? Ja. Wenn Sie aufhören, wissen Sie, was Sie kriegen. Ja. Soll ich Ihnen sagen, was ich kriege? Nichts. So gut wie nichts. Sie rennen einmal um die Erde mit hängender Zunge. Und wenn sie durchs Ziel kommen, nichts. Sie fallen hin, weil sie nicht mehr rennen können. Sie liegen auf dem Rücken und nichts. Ich habe Angst.
vor dem Alter. Ich habe mit Frau Schild gesprochen. Die hat die auch. Die Angst vor dem Alter. Ich sagte, was können wir machen? Ich sagte, wir können gar nichts machen. Wir sind die Leute nicht, die was machen können. Die Leute sind wir nicht. Die Leute, die sehen anders aus. Und wie die aussehen, weiß ich. Habe ich gesagt. An wen haben Sie gedacht? An Reuß, habe ich gedacht. Wer ist denn das? Reuß. Der verkehrt bei uns. Jeden Tag da. Ein gewisser Reuß. Na also, endlich. Dann machen Sie die Tür aber auch ganz auf. Setzen Sie sich bitte. Setzen Sie sich. Also? Ich lebe von Trinkgeldern, ich lebe davon, was man mir zusteckt. Stimmt schon. Der Rest für Sie ist gut so. Wissen Sie, wenn Sie das Ihr Lebtag hören, dann... Sie warten darauf, dass jemand sagt, den Rest können Sie behalten. Gefällig. Gefällig muss man sein. Jawohl, der Herr, bitte sehr. Selbstverständlich, der Herr. Sprechen wir von Reuß. Der sagt er auch, kannst du mir einen Gefallen tun? Sagte, nee. Mit deinen Geschäften will ich nichts zu tun haben. Was für Geschäfte waren das? Ich will doch nicht ins Zuchthaus, habe ich gesagt. Er sagte, kommst du doch nicht. Außerdem, sagte ich, habe ich nicht die Nerven dafür. Ich kann's nicht machen, sagte er. Ich werde überwacht. Überwacht? Worum geht es denn? Er sagte, die warten bloß darauf, dass ich was tue. Wer wartete darauf? Es war eine Sendung aus Afghanistan. In Empfang nehmen, sagte er. Bezahlen und in Empfang nehmen. Afghanistan? Handelt es sich vielleicht... Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Um Rauschgift. Hab's ja nicht getan. Ich habe gesagt, nein, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und wer hat es dann gemacht? Frau Klett? Niemanden. Kann ja sein, dass Reuß sich an die Klett gewandt hat und gesagt hat, wollen Sie das machen? Ein gewisser Reuß also. Ein Mann, der mit Rauschgift handelt, sucht jemanden, der für ihn ein Geschäft abwickelt, weil er selbst überwacht wird. Er braucht einen vertrauenswürdigen Mittelsmann. Stimmt das? Tja, das stimmt. Stimmt das nicht, Frau Schild? Ja, er kam nach Hause und sagte, er könnte ein Geschäft machen. Aber es ist ihm zu gefährlich. Ja, das sagte er. Und dann hat sich dieser Reuß an Frau Klett gewandt. Nehme an. Kann sein, ich... Na, jetzt lügen Sie aber. Was? Was? Wie war es wirklich? Halbe Wahrheiten sind schlimmer als Lügen. Sagen Sie die ganze Wahrheit. Ich sagte zu Reuß, ich kann es nicht machen, aber ich weiß jemanden, der macht das. Der kann das machen. Und der ist völlig unverdächtig. Reuß sagte, eine Frau, Mensch, bist du verrückt? Ich sagte, die macht's dir, die macht, was du willst. In gewisser Hinsicht, sagte ich, ist die fabelhaft. Besser als jeder andere. Es war sicher ein Fehler. Ich hätte den Vorschlag nicht machen sollen, aber wir brauchten alle Geld. Wissen Sie, wenn man alt wird, ist Geld die einzige Hilfe. Frau Schild war auch meiner Meinung, nicht? Ja, ich sagte, wir müssen sie dazu bringen, dass sie das macht. Ich dachte, man kann sich ein bisschen was auf die Seite legen. Für später. Ich sagte, ist doch überhaupt kein Risiko für sie. Sie kriegen das Geld und nehmen die Ware entgegen. Das sind dreimal, viermal eine halbe Stunde Arbeit. Das können sie doch machen.
Da haben wir alle was von. Und sie doch auch. Und ich habe auch gesagt, das werden sie doch wohl machen. Und natürlich werden sie es machen. Ist doch für uns alle. Und sie hat es gemacht. Frau Klett hat eingewilligt, bekam das Geld und hat für Reuß die Ware abgeholt. Ja, was warst du nun? Wahres Rauschgift? Aus Afghanistan. Was soll von da schon kommen? Rauschgift also. Wie viel und wie teuer war die Sendung? 80.000 Mark. Ich war dabei, wie Frau Klett das Geld bekam. Ich habe genau gesehen, wie er das Paket übergeben hat. 80.000. Wie sie übergeben musste und dafür die Ware bekam. Er hat es ihr genau vorgezählt. Lauter Hunderte. 800 Stück. Sie hat sich also eingelassen. Mit Reuß. Die nette, freundliche Frau Klett unter Berufsverbrechern. Jetzt brauchten wir den Chef. Wo zum Teufel ist er eigentlich? Lassen Sie mich nicht in Ruhe. Ich bin der Meinung, Sie brauchen mich. Ich brauche Sie nicht. Sind Sie öfter hier? Ist das Ihr Platz? 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 Ich habe keinen Platz. Ich sitze manchmal hier, weil alles gefällt mir hier. Zigarette? Nein, nein. Ah, das ist aber kein Platz hier. Das ist ein Versteck. Versteck? Wieso denn Versteck? Ich versteck mich doch nicht. Nein? Nein. Ich bin hier, weil es gefällt mir hier. Ich brauche eben so einen Platz, wo ich meine Tierstimmen nachmachen kann. Das ist nicht so einfach. Kinder hören genau, wenn da was nicht stimmt. Sie üben hier? Ja, hier hört's keiner. Im Moment. Mach die Vögel nach. Vogelstimmen sind schwierig. Passen Sie auf. Ich versuch's. Schimpfende Vögel. Wissen Sie, hier hört's keiner. Die Autos da oben sind lauter. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Tagen war sie hier. Stand plötzlich da. Ich fragte, was willst du denn hier? Sie sagte, kannst du was Neues? Ich mache jetzt Vögel nach. Du hast doch nie Vögel gemacht. Ich mache sie jetzt. Ich kann sie jetzt. Soll ich nicht wieder zu dir kommen? Zu dir? Und zu dem Jungen? Warum denn jetzt auf einmal? Ich hab Geld. Woher hast du denn Geld? Und wie viel? Ich hab 80.000 Mark. 80.000 Mark? Ja, sie sagte, sie hat sie bei sich. 80.000? Ja. Woher hat sie denn 80.000 Mark gehabt? Hat sie Ihnen das erzählt? Sie sollte etwas besorgen. Ein gewisser Reuß hat ihr das Geld gegeben. Reuß? Ja. Also hat sie das Geld unterschlagen? Sie sagte, ich geb's nicht mehr her. Sie hat sie mir gezeigt. Sie hat es tatsächlich bei sich. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen. So hatte sie es in der Hand und sagte, ich geb's nicht mehr her. Geb's nicht mehr her. Ich geb's nicht mehr her. Geb's nicht mehr her. Geb's nicht mehr her. Nicht mehr her. Wer hat sie umgebracht? Der Mann, der ihr das Geld gegeben hat. Reuß. Haben Sie Ihrem Sohn das erzählt? Natürlich haben Sie das. Wann? Heute Morgen.
Heute Morgen? Heute Morgen habe ich ihm gesagt, dass seine Mutter hier war. Und dass ein gewisser Reus sie wahrscheinlich umgebracht hat. Ja. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Menschenskind klett! Er tut nichts. Ich tue nichts, wir alle tun nichts. Sie hat etwas tun wollen, aber der Willi, der tut nichts. Was ist? Frag mal, wer der Junge da in der Musicbox ist. Da möchte gerne jemand wissen, wer Sie sind und wie Sie heißen. Klett. Willi Klett. Er sagt, er heißt Klett. Hallo, Walter, Robert? Wir sind unterwegs, Chef, um einen gewissen Reus festzunehmen. Aber es würde zu weit führen, Ihnen das jetzt alles zu erklären. Ach, du meinst den Mann, der der Frau Klett die 80.000 Mark anvertraut hat? Und der sie dann erstochen hat, weil sie das Geld nicht wieder hergeben wollte. Was ist los? Woher wissen Sie denn das? Was? Die Sache mit Afghanistan? Ja, die. Ich dachte, diesmal hätten wir ihn wirklich abgehängt. Wir sind unterwegs zu der Kneipe, Chef. Ja, ich auch. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wer zuerst ankommt. Was haben Kann ich ihn mitnehmen? Ja. Mit 80.000 dachte sie, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich muss einen Cognac trinken.